Also wir haben hier so an den höchsten Halmen schon die 35 bis 40 erreicht. Ja, lieber Rahmenfix, wir haben jetzt mittlerweile mittags 13 Uhr. Heute ist Montag, der 10. Ich glaube, ne? 10. August, also der Urlaub ist vorbei. Wir sind am Sonntag zurückgekommen und heute haben wir also Montag. Ich kann also gleich losmähen und das habe ich auch gemacht. Ich habe also ohne nachzudenken gleich den Mäher geschnappt, auf meine Standard 16 mm eingestellt und habe losgemäht. Er stand auf 20 mm und dann habe ich mich gewundert, warum der Fangkorb so schnell vollgeworfen wurde. Und dann habe ich dann doch mal mit meinem Schnitthöhenmesser nachgemessen und ich muss sagen, das Gras war höher, als ich dachte. Und ich habe auf 16 gestellt. Ich habe hier gleich auf 16 gestellt. Das ist natürlich jenseits der Ein-Drittel-Regel. Ja, was haben wir denn hier für eine Höhe? Also ich habe ja hier schon gemäht. Ja, es ist jetzt zwischen 16 und 20. Ist nicht schlecht. Ach, vielleicht gehe ich doch noch auf 18. Ja, ich stelle noch mal auf 18 zurück. Das war jetzt doch ein bisschen zu viel. Ja, lieber Ralfix, aber insgesamt bin ich doch extrem zufrieden. Ich habe ja seit mindestens 6 Wochen, ich muss noch mal nachgucken, ich blende das doch noch mal ein, mindestens seit 6 Wochen kein Stickstoff mehr gedüngt. Ich habe vor 3 Wochen hier eine sehr starke Kaliumdüngung gestreut. Und wir hatten es richtig heiß jetzt die letzten Wochen hier und das scheint wirklich gut funktioniert zu haben. Es hat wirklich erstaunlich gut funktioniert. Mein Rasen sieht fantastisch aus. So gut war er schon lange nicht mehr nach einer heißen Sommerpause. Also da bin ich schon recht beeindruckt. Sehr cool. Ja, es ist heiß. Wir haben heute wahrscheinlich schon wieder 32 Grad. Auch die nächsten Tage wird es heiß bleiben. Und jetzt wird wieder gemäht. Jetzt geht's los. Okay, die ersten beiden Bahnen, die vergessen wir mal. Und jetzt mähen wir mal ein paar schöne Runden hier. Viel Spaß dabei. Zu wenig getrunken. Wow. Ach, ich sag jetzt mal nichts mehr. Er kann's nicht lassen. Ja. Ja, er kämpft ein bisschen mit der Spur. Aber wer tut das nicht? Ah.
lieber Radfix, wir mähen ja hier nicht mit der 10-Messerspindel, sondern mit der 6-Messerspindel. Die 6-Messerspindel ist wirklich fantastisch für Höhen zwischen, ich sag mal, 15 und 25 mm. Fantastisch! Er mäht jetzt gerade auf, mein Nachbar mäht jetzt gerade auf 20 mm. Yeah! So, lieber Radfried, das war natürlich ein wildes Ding hier. Das ist sehr, sehr uneben hier. Das ist jetzt keine richtige schöne Rasenfläche. Aber das war jetzt so ein bisschen der Härtetest für den Kubota. Was man vielleicht ein bisschen auf dem Video gesehen hat, wie wendig dieses ganze Gerät ist. Wie man also wirklich sehr, sehr toll hier um diese ganzen Ecken und ja, in die ganzen ja, Löcher hier reinmähen kann. Und ja, ich warte auf die nächste schöne Rasenfläche, die ich hier bald mal mähen kann. Ich hoffe, ich kann wirklich jetzt auch mal eine richtige Rasenfläche mähen, so auf 3,5 bis 4 cm, die auch ein bisschen gleichmäßiger ist. Vielleicht ein Fußballplatz, das wäre mal richtig gut. Ja, es ist nicht ganz leise, muss man zugeben. Er ist schon ein bisschen lauter, die Maschine. Aber deswegen ist man ja auch umso schneller fertig. Wenn man hier lange mit einem normalen Rasenmäher rummäht, ist das eine wesentlich längere Lärmbelästigung. Ja, muss man sehen. Ja, lieber Radfix, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt hier weitere spannende Videos zu solchen Maschinen und zu anderen Maschinen und zum Rasenmähen und zu Rasen und zu Boden. Und auch viele schöne Dinge sind hier in den nächsten Monaten geplant für euch. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Euer Rasenfreak. Ciao.